Glaube tröstet. Römer 1, Verse 11 und 12. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Es gibt im Grunde drei Bereiche des Glaubens, die miteinander zu tun haben sollten und jede für sich auch ganz eigene Erfahrungen, Erkenntnisse, geistliche Tiefen und Empfindungen beinhaltet. Es sind erstens der eigene persönliche Glaube, zweitens der Glaube der Geschwister im Herrn und drittens der gemeinsame Glaube als eine Kombination der ersten beiden Punkte. Alle drei Bereiche haben eine Wechselwirkung und beeinflussen, im besten Fall bereichern sich einander. Das hängt sicherlich auch von meiner Einstellung und meiner Persönlichkeit ab. Der Glaube multipliziert sich sozusagen in allen Bereichen zwischenmenschlicher Kontakte. Sicherlich könnte man auch noch einen weiteren Punkt hinzufügen, wenn man an das Arbeitsleben denkt, in dem man auch als Christ mit eingebunden ist. Dort hat man weniger mit gläubigen Menschen zu tun, vermutlich, und wird oftmals mit ungeistlichen und/oder oberflächlichen Dingen konfrontiert und muss damit umgehen. Auch das beeinflusst uns. Die geistlichen Beziehungen des Glaubens spielen sich aber in erster Linie dort ab, wo Jesus Christus der gemeinsame Herr und Erlöser ist in Wort und Tat und in aller Gemeinschaft. Das ist in der Gemeinde und überall dort, wo man mit anderen Christen zusammenkommt, gegeben. Alles hat seine Berechtigung und seinen Sinn. Also sowohl das Alleinesein vor Gott, Matthäus 6,6, ebenso in anderer Weise in den Versammlungen beim Gottesdienst, Abendmahl oder in den Hauskreisen und in den Gebetsstunden. Christ ist man im Grunde überall, aber in der Familie der Gläubigen merkt man das eben am stärksten und das ist auch gut so. Gott kann andere Christen durch dich segnen, egal wie und wann und wodurch du ihnen begegnest und umgekehrt. Mit dieser Einstellung sollten wir aufeinander zugehen und stets bereit sein, uns einander zu segnen. Neben Jesus, der vollkommen war als Mensch, ist uns der Apostel Paulus hier ein biblisches Vorbild, Römer 15, 29. Paulus war sich sehr bewusst, dass mit seinem Kommen und Begegnen auch immer der Segen Gottes kommt. Das war keine Arroganz, sondern eine wunderbare Übereinstimmung zwischen Gottes Willen und der Arbeit des Paulus im Auftrag des Evangeliums. Und dafür war er eben oft unterwegs in den Gemeinden. Wahre Liebe kommt aus dem Geist Gottes und die kann sich darum in allen geistlichen Dingen auch zeigen. Zum Beispiel in der Fürbitte, 2. Korinther 1, 11, in herzlicher Liebe und Barmherzigkeit, in Einmütigkeit, Großzügigkeit und in gegenseitigem Respekt. Philipper 2, 1-4. Sicherlich auch im fundierten Lehren und mancher guten gemeinten Ermahnung. Das sind alles Eigenschaften und Umgangsformen, die einem in seinem Glaubensleben viel Wärme und Hoffnung, also echten Trost in allen Lebenslagen schenkt und vermitteln kann. Und das brauchen wir alle. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch aus dem Wort Gottes und dem, was es bewirkt. 5. Mose 8, 3. Wir Menschen sind zwar positiv empfänglich für manches alleine sein, aber nicht für Einsamkeit im Glauben und ein Verlassensein von Menschen. 1. Mose 2, 18. Das fällt uns auch schwer, das zu ertragen. Wir brauchen liebevolle Korrekturen von außen und auch echte Vorbilder, an denen wir etwas von Jesus selbst wahrnehmen und erkennen können. Philipper 1, 5. Jeder ernsthafte Christ taugt in mancher Hinsicht bestimmt auch als Vorbild. Nicht unbedingt immer in großen Aktionen und Taten, sondern auch in Eigenschaften wie Sanftmut, Demut und Bescheidenheit,
Matthäus 11, 29. Und vor Gott haben diese Eigenschaften gut möglich mehr Bedeutung für die Ewigkeit als das augenscheinlich Große und Gewaltige. Nicht nur für Paulus, den großen Lehrer, war der Trost des gemeinsamen Glaubens sehr wichtig, sondern das zählt sicherlich auch für uns alle. Gerade in der heutigen Zeit des geistlichen Abfalls und der unterkühlten Beziehungen untereinander in der Welt und manchmal auch in der Gemeinde. Lasse dich trösten und sei auch selbst ein Tröster. Gott segne euch. Thank you.